Hallo? Hallo meine lieben Freunde, unter einem meiner letzten Videos hatte ein Zuschauer kommentiert, dass ich mal ein 10 Vor- und Nachteile am Alleinwohnen machen soll. Das hatte extrem viele Likes und ich fand das Thema extrem cool. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Zunächst einmal die Nachteile. Vor allem wenn man abends ist, kann es manchmal ein kleines bisschen gruselig werden. Vor allem wenn irgendwas knackt oder irgendwas fällt und man denkt sich nur so, what? Was war das jetzt gerade? Hallo? 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 Bailey! Außerdem kann man die Aufgaben nicht aufteilen, denn alles bleibt an dieser einen Person hängen, also mir. Und wenn du es nicht machst, dann macht es eben keiner und irgendwie ist es dann auch nicht die Lösung und deshalb musst du es machen. Alleine wohnt, tendiert man manchmal dazu, Aufgaben ein bisschen aufzuschieben. Denn wenn man Leute um sich hätte, könnte man ja beim Faulenzen erwischt werden. Und das ist eben nicht der Fall. $405 and Libby. $410. There are the four bids. The actual retail price is... Eigentlich hätte ich ja noch Wäsche zu machen. Aber ich will jetzt eigentlich auch nicht aufhören. Vielleicht noch eine Folge Netflix? Eine geht noch. $410. There are the four bids. The act- Kochen ist ein ganz schwieriges Thema, wenn man alleine wohnt. Man kocht manchmal einfach zu viel und dann muss man ganz viel wegschmeißen, weil es irgendwie einfach im Kühlschrank schlecht wird, weil man immer kleine Portionen kochen muss oder man will ja auch nicht drei Tage am Stück das gleiche essen. Oder es fängt schon dabei an, dass man gar nicht weiß, was man kochen soll. Man könnte es sich einfach machen und mit einer Minute Arbeit eine Pizza in den Ofen schieben oder man stellt sich für 30 Minuten hin und kocht etwas Gesundes. Wenn man krank ist, hängt man dann irgendwie in der Wohnung rum, hat keinen, der Tee oder Suppe für einen kocht und dann muss man einfach kreativ sein und sich irgendwie anders helfen oder es andere machen lassen. Papa? Mir geht's nicht so gut. Könntest du vielleicht vorbeikommen in meiner Wohnung und mir eine Suppe kochen? Oh cool, danke. Bis gleich. Das Alleinewohnen hat aber auch eine Menge Vorteile und die kommen jetzt. Man kann kochen, was man will. Das fängt schon beim Einkauf an. Man könnte sich ja bewusst dazu entscheiden, die gesünderen Sachen zu holen oder frisches Gemüse zu holen, anstatt irgendwelche Fertiggerichte. Wenn man mit anderen Leuten zusammenwohnt, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil man muss dann eben auf viele Leute gleichzeitig aufpassen. Und zugegeben, gesund kochen und gesund essen kann auch manchmal ganz schön ins Geld gehen. Außerdem isst keiner dir das Essen weg. Das bedeutet, das letzte Stück Kuchen, das du dir schon den ganzen Tag aufgehoben hast und dich darauf gefreut hast, ist am Abend noch an Ort und Stelle. Egal, wann du aufräumst. Niemand kann dir vorschreiben, wann du aufzuräumen hast. Sag mal, Katrin. Oh, was denn, Mama?
Kannst du vielleicht mal die Kopfhörer runtermachen? Ja, warte. Ich möchte mit dir reden. Du musst aufräumen. Hab ich doch gestern erst gemacht. Oder vor einer Woche. Solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, hat es hier ordentlich zu sein. Und zwar blitzblank. In 10 Minuten komme ich wieder und dann ist hier alles sauber. Ich will vom Boden essen können. Der Nachteil hierbei ist allerdings, dass du dann so endest wie ich. Der Nachteil hierbei ist dann, wenn man es dann zu lange nicht macht, ja, dann kann man irgendwann nicht mehr laufen. Wenn man frisch geduscht ist oder generell im Bad ist, kann man machen, was man will. Punkt, wenn man nicht unbedingt super laute Nachbarn hat, dann hat man in der Regel seine Ruhe. Und nicht wie früher. Tschüss, Mama! Um 7 Uhr morgens hast du sie noch alle. Was? Es sei denn, ihr habt eine Katze, die euch morgens über den Kopf läuft, dann habt ihr auch dann keine Ruhe. Jetzt würde es mich sehr interessieren, habt ihr denn noch Vor- und Nachteile vom Alleinewohnen? Seid ihr froh, dass ihr alleine wohnt? Oder seid ihr zum Beispiel auch froh, dass ihr noch bei euren Eltern wohnt oder vielleicht in einer WG? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Und sagt mir auf jeden Fall auch, wie ihr das Video gefunden habt und ob ich vielleicht von anderen Dingen Vor- und Nachteile erläutern soll. Und dann bedanke ich mich noch bei der Saadet fürs Filmen. Du darfst jetzt herkommen. Hast du gerade Melone im Mund? Ja, hatte ich, aber jetzt habe ich sie runtergeschmissen. Nee, sie heißt Saadet auf YouTube. Ja, ich gehe jetzt besser. Okay, bye. Ich verlinke sie euch hier und hier meinen Kanal. Und dann könnt ihr euch auch noch mein letztes Video angucken. Ich habe nämlich wieder Werbung versus Realität gemacht mit der Hannah von Kleid aber Hannah. Also schaut auf jeden Fall vorbei und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis bald.